dieser Rennkart? Also das Rennkart, so wie es da steht, wiegt ca. 100 Kilo. Und es hat einen Zweitaktmotor mit ca. 26 PS. Also schon richtig, richtig handig. Was ja alle interessiert natürlich, wie schnell geht es? Ja, also es geht schon bis zu 160 km/h. Wie oft trainierst du? Jetzt geht jeden Tag. Jeden Tag. Natürlich nicht jeden Tag am Kart, sondern ich glaube, die körperliche Fitness spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, du wirst im Anschluss dann einmal eine richtige Runde fahren. Hast du da jetzt eigenen Regenreifen drauf oder ist das ein Standardreifen, der da nicht so wie bei der Formel 1 getauscht? Regenreifen, spielt das da eine Rolle beim Kart? Ja, es ist eine sehr große Rolle. Die Session-Regenreifen natürlich, weil die Rennkarts sind viel schwieriger zu fahren wie die Leihkarts. Also mit Trockenreifen brauchst du jetzt nicht fahren. Da haben wir hier auch Elektronik drauf, also das ist ja voll professionell. Was magst du, was kannst du hier einstellen mit diesem Gerät? Ich kann sehen, die Rundenzeit, Motorwetter, die Wassertemperatur, die Geschwindigkeit, Abgastemperatur. Die Strecke. Da geht es natürlich jetzt schon anders. Die Geschwindigkeiten sind ganz andere. Also er kann es sich nicht wirklich jetzt ausnehmen, weil sonst würde er wahrscheinlich irgendwo Richtung Schloss düsen. Und jetzt geht es natürlich ums Eingemachte. Jetzt geht es um die Startaufstellung. Wir haben in der Früh schon die Hitze gehabt. Dann haben wir schon Regen gehabt. Dann haben wir einen Abbruch schon gehabt aufgrund des starken Regens. Jetzt haben wir halbnasse Fahrbahn. Also wirklich nicht leicht, hier die richtige Abstimmung zu finden. Und derjenige, der die richtige Abstimmung hat, wird hier natürlich den besten Startplatz einfahren. Und dann hier noch die Startzielgerade. Ich sage immer wieder die Sima-Gerade. Unseren Dogeser. Wir sind gespannt. Natürlich für jeden Fahrer jetzt ist wieder mal die Strecke zum Kennenlernen. Es hat sich wieder die Verhältnisse geändert. An vierter Stelle Metal Racers. Im Moment an fünfter Stelle Sabine Torpedo Racers. Sechster Platz Tiefenbeck Racers. Siebter Platz das Team von. Nur die schnellste Runde gewertet wird. Viele Rennen waren natürlich sehr wohl. So, gelbe Flagge, aufpassen, gelbe Flagge und der nächste Dreher. Aber natürlich die Streckendosten haben hier wieder eindeutig funktioniert. Ausfahrt. Bitte aufpassen an alle Fahrer, erst dann wird gewechselt, wenn der Rennmeister die Karte einholt. Also damit körperlich wird da wirklich jeden alles abverlangt. Viel Start und dann nochmal für die Qualifikation. Startnummer 5, Team SMS Spital. Startnummer 6, Metal Racers, ebenfalls Tiefenbeck. Startnummer 8, Sabine Torpedo Racers, ebenfalls Tiefenbeck. Und